Eine neue Folge Kai, so geht das. Heute mit Werkzeugunterstützung. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr jetzt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kai, so geht das. Hallöchen, erste Special-Folge. Erste Special-Folge. Ist ja grandios. Und bestimmt nicht die letzte. Ich hoffe auch. Es gibt so viele wunderbare Sachen aus der Welt des Kaisos, die man auch vielleicht anders rüberbringen sollte. Ja. Du hast schon gesagt im Cold Opener. Ja. Werkzeugunterstützung gibt es heute. Es gibt, muss man leider dazu sagen, heute kein neues Level für euch, ne? Das ist die schlechte Nachricht. Es gibt kein neues Level in Kai, so geht das in eurem Hack. Aber wir werden uns heute mit einer ganz besonderen Sache beschäftigen, mit der ich auch gar nicht so vertraut bin. Ich glaube, du bist viel vertrauter und es ist für mich auch super spannend, gleich die ein oder anderen Sachen vielleicht auch das erste Mal zu sehen. Nämlich mit TAS. Richtig. TAS steht im meisten Fall für Tool Assisted Speedrun. Deswegen kenne ich mich damit auch ein bisschen besser aus, weil ich über die Speedrun-Szene so ein bisschen reingerutscht bin. Das Ganze kann aber auch stehen für Tool Assisted Superplay, was uns natürlich mehr interessiert, weil es bei uns jetzt nicht, bei Kaizo jetzt nicht unbedingt darum geht, so schnell wie möglich durchzukommen, sondern einfach nur so cool wie möglich. Ja, genau. Und die TAS-Szene ist eng umwoben mit der Kaizo-Szene und deswegen dachten wir, erzählen wir euch mal ein bisschen was davon, wie. Ja, was ist alles so mit dem TAS möglich ist, was es so auf sich hat und sonst was. Und da zeigen wir euch auch ein paar Videos. Und da würde ich direkt mal den ersten starten. Denn wenn wir über TAS reden, fangen wir an mit dem Klassiker. Dem fast zu sagen allerersten. Ist so ein bisschen fies zu sagen, weil es nicht der ganz erste war. Es hat schon vorher mit Doom irgendwelche Speedruns, TAS-Runs gegeben. Mhm. Aber das war so der erste, der wirklich durchgebrochen ist. Das ist der sogenannte Morimoto-Run. Der so große Wellen geschlagen hat. Und du sagst, er ist so legendär. Ich muss gestehen, ich habe ihn jetzt, glaube ich, noch nie so ganz gesehen. Also ich hätte den Namen vielleicht mit TAS verbunden, aber mehr auch nicht. Das sah jetzt ja noch relativ normal aus. Genau. Der Anfang ist noch recht normal. Der kam 2003 auf. Und am Anfang dachte man noch so, ja gut, das ist einfach nur ein normaler Speedrun. Ja. Weil das schon alles, das kannte man schon, was er hier so zeigt. Das war 2003 jetzt auch nichts Neues. Man sieht es natürlich, es ist trotzdem immer noch sehr beeindruckend. Ja, das stimmt halt alles. Es ist genau frame perfect, aber so ist das nun mal bei Speedruns. Ja. Aber irgendwann kommt er dann in die Autoscroller-Level. Und da kann ich auch mal hinskippen. Zumal sehr schnell kommt er dahin. Und da beweist er dann schon so ein bisschen mehr, was er machen kann. Er hüpft einfach von Kanonenkugel zu Kanonenkugel. Und das hat so für sehr große Wellen geschlagen in der Speedrun-Szene, weil man dachte, okay, was zum Teufel, wie skillig muss jemand sein, um sowas hinzubekommen? Und im Endeffekt war es ja nun mal auch ein Speedrun oder irgendwie zumindest ein Showcase-Run und er flext da natürlich ganz sehr extrem, stark, weil er einfach auf alles, was er hüpfen kann, hüpft und sich da 1000 Leben sammelt und da könnte man sich schon fragen, warum zur Hölle tut er das und wie kriegt er das hin, dass das so krass funktioniert? Richtig. Und er hat das hinbekommen, damals noch, indem er einfach einen Emulator genommen hat und das Spiel sehr langsam abgespielt hat. Mit halber Geschwindigkeit, glaube ich, oder vielleicht sogar noch langsamer. Und sehr großzügig Save States benutzt hat. Also immer wieder, wenn er was verkackt hat, wieder zurückgeladen hat. Und das dann zusammengeschnitten hat zu einem wunderbaren Video. Das war aber den meisten Zuschauern damals noch nicht so wirklich klar. Mhm. Weil das Ganze halt aus Japan kam und in Amerika so nicht viele Leute Japanisch konnten. Und als es dann rüberkam, war dann großes Geschrei. Oh, der hat betrogen. Das ist ja gar nicht wirklich gespielt und was soll das alles. Aber da fing es an. Da kam dann die Szene so ein bisschen rüber und wurde mehr zum Phänomen. Ich meine, sieht ja auch mega geil aus, ne, was er da tut. Also mehr kann man, glaube ich, in dem Level nicht tun. Ich meine, Autoscroller generell ja eher langweilig zu spielen, aber da sieht es dann noch mal ein bisschen anders aus. Er hatte Spaß beim Spielen auf jeden Fall. Wenn das in einem Run passiert wäre, hat er viel zu tun gehabt. Kann noch mal schnell gehen, bis dann Autoscroller. Das letzte Level ist noch mal ganz spannend. Da hat er dann nämlich auch Glitches gezeigt, die bis dahin unbekannt waren. Genau, das war der. Dann kommt der jetzt das letzte Level. Wo er einfach mit P-Speed durchs Schloss durchrast. Aber du sagst, er hat eigentlich nichts anderes gemacht als Save States benutzt. Genau. Dann war es doch eigentlich nicht unmöglich, das so nachzuspielen. Korrekt. Das ist, es ist alles Menschenhand möglich. Ja. Es ist teilweise halt nur sehr, sehr schwierig. Mhm. Deswegen ist das auch jetzt noch nur als Anfang gezeigt und hat noch mit den Kaizo-Speedruns. Sind halt die Ursprünge, aber hat einen anderen Aspekt, genau. Okay, also
im Prinzip nur theoretisch möglich, aber alles in einem Run ist eigentlich nahezu unmöglich, weil wenn man 100 Millionen mal speichert, geht's natürlich. Okay, ja. Aber und so hat das schnell durchgespielt. In 11 Minuten und 3 Sekunden wurde Super Mario Bros. 3 durchgespielt. Das war damals sehr krass. Ja, ist auch heute noch krass. Ist auch heute noch krass. Ja, ja. Also wir sind mittlerweile weiter und es sind andere Sachen entdeckt worden, aber da kommen wir irgendwann mal in Speedrandale wahrscheinlich eher zu. Ja. Genau. Ja, sah beeindruckend aus, muss man einfach mal sagen. Auf jeden Fall. Aber da kam dann auch spätestens die Diskussion auf, wofür denn TAS? Und dieses, ist das nicht ein Betrug? Und immer mehr kam dann der Zug dahin, dass TAS-Runs zum Entertainment gemacht sind. Also gerade das, wo du siehst, Autoscroller, die sind bei normalen Runs natürlich sehr gefährlich und langweilig. Die sind dann genau die Punkte, wo man Spaß haben kann. Aber da sehe ich persönlich aber auch den Punkt, dass wenn das jetzt wirklich ja von Menschenhand theoretisch möglich ist, natürlich in dieser Gänze, alles hintereinander nahezu unmöglich, fände ich es aber auch irgendwie nicht so geil, weil, also man könnte es ja auch irgendwie versuchen hinzukriegen, dann schafft es halt nur die Hälfte der Moves, aber das würde mich jetzt mehr unterhalten. Das ist natürlich so eine Geschmackssache, aber das war ja tatsächlich noch technisch möglich zu machen. Korrekt. Ja. Genau, das sagen aber auch viele, genau dieses Ding, warum interessiert mich das und was soll das denn? Das ist halt programmiert. Später kam es dann auch immer mehr, und das sehen wir jetzt in dem nächsten Run, ging es auch immer mehr, dass es wirklich programmiert wurde. Weil heutzutage ist halt klar, du kannst die Inputs so programmieren, dass jeder Frame einzeln gezeigt wird, welcher Knopf gedrückt wird und welcher Input da ist. Und es können teilweise halt auch mehrere Inputs gegeben werden, die von Menschenhand einfach nicht möglich sind. Genau. Daraus entstanden ist, jetzt den wollte ich noch einmal kurz zeigen, weil wir dann zu Super Mario World kommen. Das ist auch ein Speedrun, der heißt Game End Glitch oder Credits Warp. Der kam zuerst als TAS auf und bietet 40 Sekunden Gameplay. Deswegen zeigen wir den noch einmal in voller Länge. Ganz kurz vielleicht auch noch mal zur Erklärung, wenn ihr fragt, wieso kann man Sachen nicht von Hand in den Controller eingeben? Ganz einfaches Beispiel ist, links und rechts auf dem Controller gleichzeitig funktioniert nicht. Funktioniert bei den normalen Controllern nicht, genau. So, und jetzt sammelt er die Münze ein und das war's. Das ist auf Original-Hardware möglich. Also im normalen Super Mario World kann man das machen. Und das war natürlich erstmal TAS nur theoretisch und man dachte sich, wie soll man das hinbekommen? Ich kann es noch einmal abspielen, ich meine, das sind 30 Sekunden. Was ist denn, wenn ich mir das jetzt wirklich Frame für Frame angeguckt hätte und sage, ich will das einfach nachspielen? Würde das dann funktionieren oder gibt es noch Sachen, die ich gar nicht sehe in dem Run? Ich glaube, in diesem Run vielleicht noch ein bisschen. Das Ding ist nur, dass das halt, deswegen wollte ich es auch noch mal kurz erwähnen, das kam zuerst. Es gibt aber mittlerweile einen Weg von Menschenhand, genau das auch nachzukreieren. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du genau das Movement hast. Du musst schon noch ein paar andere Sachen machen. Das Ding ist, ich kann mal kurz zurückspulen. Der Part, der wichtige Part, der ganz schnell vorbei ist, ist dieser hier. Mhm. Weil je nachdem, auf welcher Höhe man die Cooper Shells trifft und kaputt macht, damit schreibt man den Code um, was für diesen Credit Swap nötig ist. Es ist von Menschenhand möglich, aber gut, sehr schwer. Aber man muss ja auch dazu sagen, es wäre wahrscheinlich niemals jemand auf die Idee gekommen, ohne den TAS, das ganz überhaupt genau von Menschenhand zu machen, weil das, dann kommst du ja nicht drauf. Das meine ich mit dem, es befruchtet sich gegenseitig, weil du hast die TAS, die halt zeigen, was alles theoretisch möglich ist und danach können dann die Speedrunner und die Kaizo-Spieler sich überlegen, kriege ich das vielleicht irgendwie umgesetzt? Ja. Das ist bei allen Marios passiert, das passiert bei allen möglichen Spielen. Man könnte auch sagen, oder es gibt auch die, natürlich die Idee, dass TAS-Runs immer schneller sind als von Menschenhand Speedruns. Das Ding ist nur, dass TAS-Runs auch wesentlich komplizierter zu programmieren sind. Das heißt, es gibt Zeiten, in denen die von Menschenhand gespielten Speedruns schneller sind als die TAS-Runs. Mhm. Und dann lernen wieder die TAS-Leute von den Speedrunnern und umgekehrt. Deswegen ist es so ein ganz eigenes Feld, was aber komplett zur Speedrun-Szene dazugehört und da auch viel erklärt. Jetzt habe ich noch nie mit jemandem gesprochen, der einen TAS programmiert. Ist es tatsächlich so, dass wirklich Frame für Frame, in Frame 3 ist der Input rechts und B, in Frame 4 rechts und B und in Frame 5 rechts und B. Und dementsprechend so dauert es lange, 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 bis man so ein komplettes Level durchgespielt hat. Ja, gut. Ah. So, und daraus kamen die ganzen TAS. Und jetzt kommen wir zu dem Ganzen, was das Ganze mit Kaizo zu tun hat. Denn, wie gesagt, es ging ums Entertainment. Und das Entertainment ist natürlich bei normalen Mario-Leveln mit TAS natürlich so ein bisschen weniger wichtig oder weniger eindrucksvoll, sondern spaßig wird's erst bei Autoscrollern oder so, wenn der Bot machen kann, was er möchte. Ja. Also fing man dann irgendwann an, irgendwelche Level zu programmieren, die halt nur mit TAS möglich sind. Und bis zum heutigen Tage ist offiziell, technisch gesehen, auf Super SMB Central
jeder Kaizo-Hack, den ein Mensch durchspielen kann, ein Kaizo-Light. Genau. Die Frage kam ja tatsächlich auch häufig. Warum sind so schwere Hacks auf SMW Central eigentlich light eingestuft? Das ist ja gar nicht light, ist ja sehr hart. Das liegt daran, ne, dass es überhaupt möglich ist, ohne Save States das erstmal durchzuspielen. Egal wie hart es ist, das ist dann light. Genau. Und diese Level, was wir hier sehen, ist Colon 3, the longest pit hack ever. Sie heißen dann immer Pit Hacks. Das ist einfach nicht möglich. Also ja. Menschenhand nicht machbar. Es haben Menschen oft genug versucht. Es gibt auch immer noch welche, wo man dachte, das ist nicht möglich und es wurde dann irgendwie machbar, aber genau. Und es macht einfach Spaß, auch zuzuschauen, was irgendwie theoretisch möglich ist. Ja, und man weiß natürlich überhaupt nicht, also egal wie lange du Mario spielst, du denkst, was zur Hölle passiert da gerade eigentlich, ne? Also da, man sieht's, was mit der Messagebox passiert, man weiß es nicht. Wie genau da die Inputs sind, weiß man auch nicht. Es gibt, glaube ich, viele Tasten, wo auch die Inputs angezeigt werden, ja, ne? Ja. Das ist natürlich jetzt hier auch nicht der Fall, soll ja nur unterhalten. Aber da passieren auf jeden Fall Dinge, die du mit dem Controller nicht tun kannst, weil da wahrscheinlich alle Richtungstasten gleichzeitig gedrückt werden in einem Frame. Und was auch immer. Und das macht dann das mit dem Spiel einfach. Genau. Ich finde es immer ganz spaßig zuzuschauen. Ich muss aber auch sagen, dass mich solche Videos immer ein bisschen anstrengen, weil da halt auch im Tempo Tricks rausgeballert werden, die einfach, also jede Sekunde passiert irgendwas, wo er durchglitscht und da ist ein Fisch erschienen, jetzt hat er den Stern. Ja, und hat B-Speed, glaube ich, auf zwei Blöcken geholt oder so. Also abgefahren. Aber wie gesagt, aus solchen Runs lernen Kaizo-Spieler auch neue Techniken. Ja, es gibt auch zum Beispiel, was ich gestern noch in einem anderen Pit-Hack gesehen habe, was auch mittlerweile in Speedruns übernommen wurde. Du kannst durch eine gewisse Manipulation ein Koopa-Kid in jedem Level spawnen lassen. Und wenn du das Koopa-Kid besiegst, ist das Level wesentlich schneller vorbei, als wenn du das Level durchspielst. Aha, okay. Na, und so ja, hat er wieder so aus einem TAS eine Speedrun-Taktik sich entwickelt. Ja, abgefahren. Und hier sieht man drei Blöcke und er kriegt P-Speed. Ja. Also das könnte man bestimmt noch hinkriegen. Ja, ja, ja. Mit Geduld und ja, Spucke. Aber in diesen Tastdingern geht's halt immer. Das ist das Besondere. Und diese Wallclips sieht man ganz häufig. Genau. Die passieren ja auch tatsächlich manchmal, also kann ich nur von meinen Speedruns sagen, passiert das aus Versehen. Aber dann willst du es natürlich nicht, weil du nicht damit rechnest. Wie genau, weiß ich auch nicht und warum das manchmal passiert. Aber in einem ganz seltenen Fall kann das passieren, dass man in die Wall clippt. Und dann tatsächlich abspringen können. Die sind genau, das sind so wirklich Ein-Frame-Tricks, die man natürlich sehr schwer kontrollieren kann. Es gibt aber die Key-Jumps, also mit dem ja. Schlüssel quasi fliegen und so weiter. Das sind auch oft Ein-Frame-Tricks, ja. Die sich auch so ein bisschen daraus entwickelt haben. Aber man kriegt halt immer mehr verlässlichere Setups. So mit der Wand, das, was wir da gerade gesehen haben, das ist halt. Ja. Also gerade drei in Folge. Das geht halt nicht, ja. Das ist einfach zu übertrieben. Yes. Ja, sieht auf jeden Fall geil aus. Und man fragt sich die ganze Zeit, okay, was zur Hölle passiert? Und das ist halt cool. Sind wir nochmal ein anderes Level. Natürlich trotzdem schöne Musik. Und ja, das natürlich. Kann man gut im Nebenbau laufen lassen. Und ganz häufig natürlich auch Sachen mit Shells. Ne? Und dadurch. Hä? Okay. Also das könnten wir 5 Stunden versuchen, wir würden nicht da durchkommen im Wasser. Und auch Items dupen. Oder man sieht auch ganz ja. häufig, dass mehrere Items getragen werden gleichzeitig. Das ist vielleicht hier jetzt auch mit dem Spring. Ja, also man weiß im Prinzip nicht genau, was da passiert, aber er trägt da wieder mehrere ja. Items gleichzeitig. Ja. Mega faszinierend. Man ja, sitzt einfach ich auch. Mit offenem Auge, offenem Mund. Ja, und diese Hacks sind natürlich auch nur dafür programmiert. Also die sind nicht dafür programmiert, dass man die erstmal so versucht, um dann festzustellen, okay, es ist unmöglich, sondern die sind von vornherein so gemacht. Na hier. Richtig. Also ich glaube, das würde noch irgendwie gehen. Ja. Also, ja, P-Speed auf der. Also natürlich halt ultra hart mit dem Mannschaft jetzt, oder? Aber offensichtlich auf 3 Blöcken kann ich P-Speed bekommen. Machbar ist das alles, das haben wir ja gerade auch geklärt. Ja, sieht nice aus auf alle. Genau. Fälle. So viel zur Theorie. Also könnt ihr ein bisschen üben, wenn ihr das hinkriegt. Genau, schaut mal, wenn ihr das hinkriegt, macht ein Video davon. Ja, dann kommt, seid ihr gut. Auf jeden dann seid Fall. Ihr sehr gut. Wenn ihr das Level schafft. Wie auch immer, dann seid ihr immer. Krass. Ja, genau. Wir haben aber noch was Tolles vorbereitet, denn unsere Community ist ja super. Ihr seid super. Ihr seid ja. total toll. Und der liebe Meuchelpferd aus dem Rocket Beans Forum hat uns in kürzester Zeit wirklich, der hat das Angebot gemacht und wir haben es dankend angenommen, einen TAS-Run von unserem Hack gebaut. Meuchelpferd ist ein Biest, einfach. Wirklich. Also ich bin super happy. Das nochmal vielen Dank dafür. Ja, stark. Und ich dachte, den können wir uns einmal gemeinsam anschauen. Der ja. ist natürlich auch nicht lang. Wir hatten ja nur bis jetzt nur 6 Level.
Aber insofern können wir den auch einmal in volle Länge schauen. Und es ist natürlich, darf man nicht vergessen, die Level sind ja nun mal nicht dafür gemacht, dass die eine Maschine macht, sondern die Menschen, die vielleicht auch noch nicht so viel Erfahrung haben. Deswegen sieht der natürlich nicht so beeindruckend aus. Nichtsdestotrotz gibt es an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, ein paar Momente, wo man sagt, hä, was ist da passiert? Am spannendsten vor allem finde ich, also das Wasserlevel natürlich, aber auch das Disco-Shell-Level. Ja. Wir haben damit letzte Folge ziemlich gestruggelt. Ja. Aber es sieht sehr gut aus. Insofern würde ich sagen, liebe Regie, könntet ihr das einmal für uns abspielen? Gerne, da freue ich mich jetzt auch echt krass drauf. Und wie gesagt, ist natürlich auch stark, dass die Community sagt, komm, wir nehmen den Hack jetzt hier und ich mache davon den Tass und super nice. Genau, das Intro ist natürlich noch da. Da müssen wir auch vielleicht mal gucken, dass wir da eine andere Musik haben, finde ich. Dass man weiß, wo man drücken kann oder wann es vorbei ist. Ja, das stimmt. Das sind auch so die Kleinigkeiten. So, ja, das entwickelt sich ja weiter. Soweit noch klar. Ich meine, Shelldumps. Klar. Na, deswegen in dem Fall natürlich auch ein Tool-Assisted Superplay, nicht Speedrun, sonst hätte er natürlich einfach die Wolken nehmen können. Das sind natürlich solche Flex-Sachen, er macht es auf der anderen Seite, ne? Ist einfach nur schwerer, genau. Rückwärts hüpfen, da braucht man gar nicht den zweiten Jump. Natürlich extra nah an die Mancha. In letzter Sekunde, zack. Also es ging jetzt, glaube ich, nicht darum, möglichst schnell durchzukommen, oder? Es ging auch eher darum zu zeigen, also ein bisschen zu flexen, knapp auch mal ein paar Jumps zu machen oder mal ein bisschen anders die Moves zu machen. Schön flüssig an einem Stück. Ohne Fehler. So ist es. So, da fand ich auch ganz nett, dass er da auch ohne Spin macht er das. Braucht man nicht. Braucht man nicht. Auch ohne Anhalten, ne? Ja, den ersten kann man überspringen. Vielleicht einfach null Bremsen. Ja, man braucht auch nur eine von diesen Plattformen. Das ist halt geil. Checkpoint natürlich unwichtig. Nein. Ohne, dass er sich quasi umdreht. Ne? Ja, das ist halt auch so stark. Ja, das ist cool. Das ist einfach cool. Ich frage mich, sind da jetzt tatsächlich Sachen, die von Menschenhand nicht möglich wären? Also natürlich sieht man, manchmal schmeißt er die Shell nach links, ohne dass sich das Model umdreht von Mario. Das ist schon super schnelles Input. Aber ich frage mich, ob das nicht vielleicht noch tatsächlich möglich ist. Ja, das müsste, glaube ich, soweit noch möglich sein. Wir hatten jetzt auch nicht so die krassen Hindernisse, wo man die bräuchte. Hier natürlich noch so ein bisschen flexen, die ganzen Fragezeichen ausdrücken. Logisch. Ey, finde ich super geil irgendwie. Und da, hier, da haben wir noch drüber geredet, den P-Speed zu bekommen. Wir haben es ja versucht. Ja, wir haben es ja versucht. Es ist machbar. Und wir haben ja auch schon herausgefunden, dass es geht, aber schwer. Aber natürlich hier easy. Ah, zack. Super geil. Finde ich mega gut. So krass auseinandergenommen einfach. Das Level. So, das waren ja noch die ersten Folgen, die waren ja noch sehr einfach. Jetzt kommen wir unter Wasser. Unter Wasser finde ich schon. Ja, da passieren mehr Sachen, ne? Da kann man ein bisschen mehr zeigen. Da hat man schon direkt am Anfang gehört, wie oft er nach oben geschwommen ist. Da auch gar kein Problem, natürlich. Das ist jetzt nicht das Ding. Den fand ich ganz lustig. Ja, weil der Tass macht in einer Sekunde 1 Million Mal nach links und rechts, wenn du das möchtest. Also das ist die Challenge für euch zu Hause zum Nachspielen. So, und mit Block geht's natürlich einfach. Yes. Ist ja schon ein bisschen assig irgendwie auch. Ja, ein bisschen fühlt man sich verarscht. Ja. Man denkt sich so, ja, sieht jetzt so einfach aus, aber das ist. Wow, und du hörst es ja, ne? Wie lange habe ich da gesessen, um diesen Yoshi da reinzubekommen? Aber du bist halt auch keine Maschine. Ja. Yes. Sad but true. Ja, da kann er leider nicht mehr. Schwimmen kannst du da aber trotzdem nicht. Nee. Sobald du das Schwimmen drückst, gehst du zu hoch. Also da muss er auch durchlaufen. Schneller kriegt das die Maschine auch nicht hin. Ja, schade. So, jetzt kommt das Kaizo-Block-Level. Das war jetzt natürlich sowieso nicht so herausfordernd. Nee, das war sowieso nicht so herausfordernd. Ja nicht. Aber natürlich läuft er da durch, ohne einen einzelnen auszulösen. Ah! Da hätte ich sogar gedacht, dass es noch schneller geht irgendwie. Ja, theoretisch kann er dann natürlich den Walljump machen, von dem wir vorhin geredet haben. Hä? Okay, das muss ja am Level gelegen haben. Ja, da hat er noch, dass er auf die drauf schießen kann. Ach, stimmt. Ja, wohl wahr. Ja, abgefahren. Ja, so einfach kann es sein.
So einfach kann es sein. Also ihr solltet jetzt nicht zu frustriert sein, wenn ihr das seht und denkt, so habe ich es noch nicht hingekriegt. Das ist nicht so schlimm. Vor allen Dingen in dem Level. Ja. Jetzt die Disco Shell. Wo du dich noch so geärgert hast. Da drunter durch. Einfach drunter durch. Ja, aber das kannst du nun wirklich nicht so einfach machen. Nee. Aber theoretisch natürlich möglich, offensichtlich. What the fuck? Also. Ups. Man muss ja nicht warten. Man kann direkt das durch. Einfach alles komplett kaputt. Ja, komm, nehmen wir einfach beide mit. Mega Zack. Geil. Ja, das war's auch schon. So schnell kann fünf Minuten, alle sechs Level durch. Das war jetzt kein Problem. Wir haben dafür wie viele Stunden gebraucht? Ein bisschen länger. Eine halbe Stunde pro Folge, drei Stunden, na gut. Ja. Junge, Junge. Das war unser eigener Tass. Ich bin immer noch happy. Ja, ich finde das auch super. Vielen Dank an Meuchelpferd für die Arbeit. Vielleicht hat Meuchelpferd ja irgendwann auch nochmal Lust, die nächsten sechs Level zu machen. Natürlich, no pressure. No pressure, no pressure. Wir haben ja noch aber vielleicht, Zeit. Ja. Sehr stark. Vielen herzlichen Dank an der Stelle. Genau, das war es auch soweit erstmal dazu. Ich würde sagen, das ist der erste Exkurs zum Thema TAS von uns, damit ihr das auch mal ein bisschen Theorie mitbekommen habt. Ja, spannendes Thema einfach. Und dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause und danach zeigen wir euch aber auch ein bisschen noch, was von Menschenhand gespielt ist. So ist es. Bis gleich. Nach diesem fantastischen Intro, man muss es ja einfach nochmal sagen, sind wir zurück bei Kaizo geht das. Hallo, hallo. Haben wir ja auch noch nicht in dieser Episode. Wir haben noch nicht gesagt, wie geil das Intro ist. Schreibt es in die Kommentare, wie toll ihr dieses Intro findet. Und wenn ihr es schon 100 Mal gehört habt, schreibt trotzdem, wie geil das Intro, wie geil ist eigentlich das Intro. Wie geil ist es einfach. Ja. Und wenn ihr schon dabei seid, schaut doch einfach mal rein bei rbtv, rocketbeans.tv/support und lasst ein bisschen Support da und sagt, wie toll dieses Intro ist. Unglaublich. So. Bestes Intro ever eigentlich, oder? Bestes Intro, geht nicht fest. Muss man sagen. So, aber bevor wir uns zu sehr darin verlieren, wir haben jetzt genug gezeigt, was Maschinen möglich ist. Jetzt gucken wir nochmal, was Menschen möglich ist. Ja. Und nachdem Denzen ja letzte Folge ein bisschen mehr Zeit zum Spielen hatte, habe ich mir jetzt mal ein bisschen Zeit rausgenommen und zeige euch jetzt ein bisschen mehr Quickie World. In der Hoffnung, dass wir jetzt nicht nur an diesem einen Sprung hängen. Niemals. An dem wir letzte Folge geendet haben. Ich glaube an dich. Chaka, aber wir gehen rein. Super. Eine Quickie Minute World. Maximal. Mein Eine Gott. Minute maximal, okay. Ihr zählt mit. Auf geht's. Ja, Quickie World war, glaube ich, Level 3, 4, irgendwie so die Ecke. Ich glaube, 3 müsste es sein. Ja. Schade. Ja, und hier bist du schon zum Checkpoint gekommen. Ich glaube, das ganze Level ging viel um P-Speed. Richtig. Und auch hier, auch nur oben zur Pipe kommen wir auch nur, wenn da P-Speed noch aufrecht ist, weil sonst der Lakitu zu nahe kommt. Der Pokey, meine ich natürlich. Ja, ich glaube, der fiese Sprung ist tatsächlich der auf die Shell dann mit dem B-Speed, um da seine Richtung zu wechseln, um nach oben zu kommen. Das ist das Problem hier. Aber macht ja nichts. Bei der Musik kann man sich das auch 100 Mal angucken. Das ist richtig. Ich weiß nicht, wo sie her ist. Du auf Anhieb? Nee. Ah, ich glaube, das... Komm, P-Speed! Das geht auch ohne. Ah, das geht sogar noch da. Das wäre ja ein Cheese. Das hat fast geklappt. Tass hätte das bestimmt hinbekommen. Der hätte das aber mit Leichtigkeit hinbekommen. Rückwärts wahrscheinlich. Ach Gott. Dieser Sprung ist aber auch, das Setup von dem Checkpoint ist sehr Haben wir beim letzten Mal schon gesagt. Ich glaube, der Block müsste ein weiter rechts sein oder der Spawn müsste ein weiter links sein. Ne? Ja. Das wäre angenehmer. Und dass man dann nochmal wieder zurücklaufen muss, um genug Anlauf zu haben für den P-Speed und so, das ist so... Ja. Müll. Sagen wir, wie es ist. Ja. Nee, aber es war auch eine klare Empfehlung für die, die vielleicht jetzt eingestiegen sind in die ganze Kaizo-Szene und mal den einen oder anderen leichteren Hack gestartet haben. Vielleicht mit Baby Kaizo ist auch Quickie World erstmal jetzt nicht das härteste überhaupt. Ist, glaube ich, ganz gut für die ersten Hacks, um sich da mal ein bisschen reinzufuchsen. Bisschen zu gespannt. Und falls ihr das auch schon wesentlich schneller durch habt als ich, gibt es auch noch Quickie World 2. Ja, stimmt. Von dem ich mir sagen lassen, dass er ein bisschen einfacher ist als 1. Wo ich jetzt fast ein bisschen bereue, mit 1 angefangen zu haben. Weil er einfacher ist? Ach, das weiß ich gar nicht. 2 sollte einfach sein. Habe ich mir sagen lassen. Ja. Ich habe es auch nicht ausprobiert. Da sind wir auch wieder bei den Sachen, manchen Leuten liegen manche Tricks an. So ist es. Und wenn ihr sagt, Kaizo ist viel zu hart, ich will erstmal einen einfachen Einstieg, kann ich auch nur sehr empfehlen, mal einen Adventure-Hack zu spielen. Oh ja. Das habe ich nämlich jetzt auch vor kurzem gemacht und das hat mir echt extrem Spaß gemacht. Also eigentlich nichts anderes wie... Ist what the fuck? Das war, nein! Oh, das reicht leider nicht. Oh, du bist unter den Wolken hergelaufen.
Ja, ein Adventure-Hack ist eigentlich nichts anderes wie ein gefühltes Super Mario World 2. Also, wenn das gut gemacht ist, wirklich abgefahren, ja. Spielt sich wie ein Mario World mit neuen Leveln und mit neuen Power-Ups. Und, ja. Das wäre ja vielleicht eine Überlegung noch für eine andere Special-Folge. Finde ich auch. Es ist, hat halt nichts mit Kaizo zu tun, aber mit einer schönen Alternative mal zum Abschalten. Und vielleicht bewirkt das ja dann auch, dass man besser in Kaizo wird, weil man einfach mal was anderes macht. Ja, ich glaube, ganz rechts die Shell zu treffen ist eigentlich am besten. Dann kann man nämlich mehr Schwung holen, ja. Um drüber zu gehen. Jetzt hast du es, das ist mein Call. So. Einfach. Puh, easy. Kommt noch ein Troll? Leider kein. Gott sei Dank. Ha, got it. Sehr schön. Viel zu wenig Trolls noch im Ende. Also es ist häufig so, dass entweder hast du einen Hack, wo das einfach in jedem Level ist und du einfach jedes Mal am Ziel sowieso nochmal stirbst, oder es war das zweite Level scheinbar. Oh, tatsächlich. Ja, gut. Oder halt nicht so. Glitchbat Lake. Sagt mir jetzt gerade auch. Bin jetzt schon geschwommen, ja. Ah. Okay, also. So, und Input loslassen. Genau. Input Display haben wir ja auch mal wieder. Ihr könnt genau sehen, der Trick daran ist, sobald ihr nach rechts haltet. Uiuiui, Delfine, Fische, alles. Nichts. Sobald ihr nach rechts haltet, verliert ihr nämlich hier diese extreme Geschwindigkeit, die ihr von der von dem Butt Slide bekommt. Ja, easy. Easy. Oh, da geht direkt durch. Ja, Kindergeburtstag. Ja, genau so wollen wir es sehen. Alles klar. Und dann einfach mal. Ja, Neustart. Nach links. Ist ja der Torpedo-Feld ist ja schon weg. Stimmt. Und Matthias wieder mit der Kralle. Ja, die Art. Kralle. Die Kralle ist back. Ach, das ist doch. Sie war nie weg eigentlich, oder? Ja, sie war nie weg. Ich hab's versucht, aber. Ah, da braucht man den Pop-Torpedo nochmal. So schnell soll man den da mitnehmen, oder was? Das machst du jetzt im zweiten Versuch, machst du das. Das ist auch so eine ganz typische Sache, die mir auch so häufig passiert. Du bist das erste Mal irgendwie bei einem Setup und denkst, hä? Das ist doch unmöglich. Wie soll das gehen so schnell? Und dann ist es voll einfach. Wir haben übrigens auch auf euer Feedback gehört und wie ihr seht, wir haben den Input-Display an eine andere Stelle gepackt, dass er jetzt nicht mehr das Gameplay überdeckt. Ja. Na, es ist auch besser so. Wir hatten es noch ein bisschen ausprobiert, wir mussten sowieso technisch erstmal ausprobieren, deswegen, aber jetzt ja. Ist er da doch schöner. Wunderschön. So. Sehr entspannte Musik. Ist ja auch ein Wasserlevel, ne? Da muss man ein bisschen. Da warst du zu schnell. Ja, ich bin einfach wieder. Ne? Du bist einfach zu schnell für diesen Hack. Ja, das ist eine Art von Wasserlevel, die mir gefällt. Das ist halt ja. So. Ich meine, hier machst du ja noch nicht mal was mit dem Wasser, aber es gibt ja die Wasserlevel, die auch dann dieses Waterteil, einfach dieses Halbwasser, Halblevel, irgendwie die Funktion noch ein bisschen nutzen. Das mag ich sehr. Viel geiler als reine Wasserlevel. Obwohl, hier passiert mit dem Wasser eigentlich gar nichts. Nicht wirklich was. Naja, Fische kommen raus, aber. Ja. Die könnten auch aber ohne die könnten Wasser auch kommen. Ohne Wasser irgendwo her springen. Aber das geht doch deutlich besser als das Level davor, würde ich sagen. Ja, doch. Weil das sind ein, zwei Tries und dann ist es durch hier. Ich mag dein Vertrauen, dass du mich hast. Ja, 100%. Jetzt nimm's doch. Ah, der ist schon weg, ne? Der ist schon weg. Ja, wenn ihr dieses Level selber spielt und sagt, boah, das ist schon schwer mit dem ganzen Spin, könntet ihr auch einfach unseren Hack, den Kaizo geht das Hack, starten, runterladen, patchen, starten und in Level 2 gehen, glaube ich. Da geht's nämlich um Spin-Jumps. Und da kann man das mal so ein bisschen... Drei. Drei war's. War ja, stimmt. Zwei Runs Re-Raps. Ja. In Level 3 gehen und, ja. Oh, der ist es. Spin-Jumps üben. Das war gemein. Ja, das war gemein. Da ist er. Nicht ganz ein, zwei Versuche, aber. Nicht nach oben. Aber jetzt war. Ja, diese aus Versehen nach oben ticken. Das passiert so häufig, ja. Das passiert mir auch extrem häufig, weil ich auch mit diesem ausgeleierten Original-SNES-Controller spiele und da passiert das ganz extrem. Auch nach unten, das ist noch schlimmer. Dass ich ein Item einfach liegen lasse.
Ja, heute gibt es, weil wir ja uns mit TAS beschäftigt haben, leider kein Level für euch, aber eine abgedatete Version des Hacks, wo die ganzen Kleinigkeiten behoben sind. Noch ein bisschen nachpoliert. Ja, da waren ja überall mal, haben wir dann auch live beim Spielen festgestellt, kleine Fehler. Und die sind behoben und dann könnt ihr den Hack jetzt runterladen und könnt vielleicht nochmal die Level spielen. Ist ja eine gute Übung. Genau. Ist ja meistens so, die Tricks, wenn man sie einmal gemacht hat, dann hat man sie ja nicht unbedingt direkt gemeistert. So ist es. Ich fand es ganz cool, dass in den Kommentaren haben wir häufig gelesen, ja, ist denn jetzt bald schon vorbei, weil das Level ist ja voll, die Overworld, da ist ja gar kein Platz mehr für ein Level. Waren ja nur 6 Level. Ja, weil mehr passt ja gar nicht hin. Aber ich kann schon mal spoilern, es wird ein 7. Level noch geben auf der Overworld. Und ja, ihr dürft gespannt sein, wo das platziert ist. Aber eigentlich jetzt gar nicht so speziell. Es ist platzsatt für Level. So viel will ich jetzt einfach mal sagen. Jetzt wird es nur ein bisschen kompliziert, weil wir natürlich Level 7 in Folge 8 haben werden. Ja, stimmt. Oh ja, das stimmt. Jetzt wird's so vielleicht ein bisschen, sollte es Level 8 sein. Vielleicht sollte ich ein Level 7 erstellen, wo einfach nur ein Infoblock steht, guck dir einfach die Folge an oder sowas. Genau. Es ist bestimmt einfacher. Link zum TAS. Ja. So, jetzt aber. Ja, das ist es. Nicht. Oh ja, doch, du hast recht. Das ist zu verwirrend. Ja gut, das machen wir. Das machen wir noch. Obwohl die Level haben ja alle Namen. Komm schon. Eigentlich ist auch. Oh, perfekt. Easy. Das war deutlich besser als das vorherige Level. Wie lange war das jetzt? 5 Minuten? Ja, 6 vielleicht. Eine. 30 Sekunden? Ja, quasi. First Länger time. War das nicht. So. Ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern an die Level. Terminal Velocity. Klingt doch, als würde ich irgendwo runterfallen. Erstmal richtig. Okay. Boah, ich hoffe, es gibt frühen Checkpoint. Das denke ich dann bei so einem Level, denke ich mir schon so, oh, hoffentlich muss ich das nicht 100-mal machen. Ja, der Anfang ist jetzt wirklich ein bisschen unspektakulär. Okay. Okay. Ui, Not und Shelljump. Von der Not. Von der Not ist er auch ein bisschen assi. Okay. Aber danach muss der Checkpoint kommen. Ja, das denke ich auch nach dem Shelljump. Den werden sie mich nicht so häufig machen lassen. Ach nee, da war's. Hier. Na, ohne Münzen wär's fieser. Ja. Ohne Weg. Gott. Ja, das finde ich jetzt auch nicht so ganz so. Also, das finde ich jetzt eher schwach, muss ich sagen, das Level. Bisschen dahin. Ist jetzt auch nicht gerade herausfordernd. Bis zum Shelljump und dann. Naja, klar. Okay, von ja. Leider nein. Schade. Aber ja, ich hoffe, danach ist der Checkpoint. Zumindest hast du erst noch ein paar paar Versuche, um auf der Note so ein bisschen dich reinzufuchsen. Kann sich da gut positionieren. Ja. Solche Sachen sind jetzt aber auch in Kaizo-Leveln auch nicht so häufig, würde ich sagen, oder? Das Runterfallen? Ja. Ja, zumindest nicht so lang. Ich finde es einfach zu lang. Am Anfang okay, aber man fällt jetzt schon sehr lang. Da. Es ist das erste Mal, dass keine Custom-Musik in dem Level ist. Oh, das könnte gut sein, ja. Vielleicht langweilt mich das auch. Ja, da hat man direkt schon wieder. Ja, da denkst du so, ja, okay, das ist ja. Nee. Leider auch zu früh losgelassen. Da ist auch die Grafik ein bisschen verglitscht. Ich auch nicht. Nee. Ja, stimmt. Vanilla-Musik finde ich halt sehr ausgelutscht. Hat man halt schon ein paar Stunden gehört in seinem. Ja, ich glaube einfach jeder. Ach, come on. Ich hätte wenigstens auf dem Naked springen können.
Ich glaube, das wird gar nicht gehen, ne? Weil der... Du würdest, glaube ich, einfach durchspringen, weil es ein roter Koopa ist. Anscheinend. Ja. Gedacht eigentlich, Naked. Nein. Das war natürlich viel zu früh. Das geht noch, ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Nein. Ja, also, kann ich nicht mehr. Ja. Das wäre das wär sowas gewesen. Shelljump von einem Noteblock. Ja, die sind aber auch fies, ja. Hui. Diese verglitschte Grafik macht mich wahnsinnig. Ja, easy. Dankeschön. Oh Gott sei Dank. Das wird toll sein, wetten. Oh. Okay, das ist aber auch. Und wieder von vorne. Es gehört alles zu der Experience dazu. Das ist die Experience, die dafür sind wir doch hier. Ui, also ich finde, die Lücke ist da unten schon ein bisschen zu knapp. Wir kommen rein. Und es könnte höchstens sein, dass man den Checkpoint kriegt und trotzdem noch stirbt, links und rechts. Weil ich glaube tatsächlich, durch so eine Lücke im freien Fall, ich glaube nicht, dass man durchfallen muss. Ich könnte mir vorstellen, dass man stirbt und den Checkpoint bekommt. Naja, aber ich bin hier. Ja, du bist halt aber auch jetzt wirklich mega draufgesprungen. So. Ah doch, okay, easy. Es geht. Okay, es geht. Hätte ich jetzt gedacht, es ist fast nicht möglich. Okay. Das kam aber die nächste Shell. Ja, ich sehe, ich ahne mir schwanend Übles. Hm. Muss man schon weiter von links Anlauf nehmen? Ah, okay, das ist aber kein Shelljump. Ob man die überhaupt braucht? Das sah fast für mich so aus, als könnte man da so rüberspringen, ja. Vielleicht braucht man sie später noch. Ja, wahrscheinlich. Da unten braucht man sie. Weil da kommt man auch ohne rüber. Glaube ich. Könnte man. Das war daneben. Aber auf der Overworld hat man gesehen, das Schloss ist nicht mehr so weit. Also zumindest der Abschluss der ersten Welt. Könnte heute drin sein. Ja, ich glaube, du sollst die Shell erst schmeißen, wenn du von der Plattform aus springst und dann an den Mund zu kommst. Dann wird es besser passen. Ja. Ja. Aber einfach besser, ja. Ja, scheint danach kommt noch ein Geisterhaus. Oh Gott. Und dann Geisterhaus. Ja, Klassiker. Das war knapp. Ah, okay. Die bleibt da. Blind also Jumps sind aber auch blind. Ja, ja. Es ist einfach. Aber du hast keinen Zeitdruck. Die Shell bleibt da. Das Ding ist, das Level an sich. Also, ne, geht schon vom Schwierigkeitsgrad her. Aber ich find's auch schon nicht so spaßig, weil du halt so viel Leerlauf hast. Also, das ist jetzt hier warten. Genau. Ja, das meinte ich auch. Deswegen hoffe ich am Anfang, dieser super lange Fall einfach auf den ersten Naked ist einfach nicht nötig. Warum fällt man so lang? Jetzt könnte man natürlich sagen, mein Gott, wie lang fällt man denn? 5 Sekunden, ja, aber nach jedem Tod halt immer wieder. Ne? Und davon haben wir genügend. Genau. Und dann sind es wieder 5 Sekunden. Ich sehe einfach nicht, warum man so lange jetzt hier fallen muss, um auf dem Naked zu landen. Och. Nimmst du den letzten wohl mit? Weggenommen. Der sich einfach weggedreht. Das ist übrigens auch eine Mechanik, die man immer wieder sieht. Wenn. Okay, mal kurz Fokus. Wow. Battletoad-Style. Ja, wirklich. Wenn eine Shell zwischen zwei Blöcken immer wieder hin und her knallt, dann fahrt ihr sehr gut damit, einfach in der Mitte zu landen. Das ist quasi ein 100%iger Hit von der Shell.
Battletoads. Eieiei. Hast du den neuen schon gespielt? Ja, habe ich. Und ist genauso schwer wie der Alter? Nicht, würde ich jetzt auch nicht nochmal spielen. Okay. So gut hat er mir gefallen. Dann lieber den alten. Manche Klassiker müssen auch einfach nicht nochmal. Also manche Klassiker sollten Klassiker bleiben. Ja. Was sagst du denn zu unserer 3D, zu unserem Mario All-Stars, das jetzt bald kommt, die 3D-Version? Ja, ist ganz cool, dass sie rauskommen. Ja. Also die Spiele an sich. Freue ich mich sehr, dass ich auf der Switch spielen kann. Nur dieses ganze Drumherum, was Nintendo damit so ein bisschen veranstaltet, ist halt so ja. Ein bisschen so, naja. Ja, aber an sich ganz geil, die alten Spiele nochmal nachzuholen. Ich freue mich sehr drauf. Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie es umgesetzt ist. Man könnte aber natürlich auch gerne nochmal in die letzte Game-2-Folge reinschauen, von letzter Woche. Da seht ihr meine ausführliche Meinung. Ja, perfekt. Einen Beitrag dazu gemacht. Ja, ah, stark. Ja, guck. Ja, ich bin gespannt. So, jetzt aber. Ach. Da kann man übrigens auch, Super Mario World, könnt ihr, wenn ihr eine Switch habt und vielleicht sagt, ah, diese ganze Emulator-Sache ist mir zu komplex gerade, kann man jetzt ja auch, glaube ich, die All-Stars-Variante spielen, die 2D-All-Stars-Variante auch, ne? Ist, glaube ich, in dem Super Nintendo-Paket. Yes, ja, perfekt. Got it. In den Orb. Ja, Super Mario World kann man auch auf der Switch spielen. Genau. Ja. Wenn man sobald man Nintendo-Online-Zugang hat, kann man den braucht man, ja. Den braucht man dafür, aber dann kann man es einfach spielen. Dann kann man die ersten Speedruns ausprobieren und so, kann ich nur empfehlen. Geisterhaus. Oh oh. Geisterhaus, ich finde es ahne fürchterliches. Ui. Direkt. Nice. Das fand ich irgendwie cool. Guter Troll. Ah, Eeries, meine Freunde. Das sieht auch aus, als wäre da irgendwas. Als ob man da nicht einfach landen kann. Irgendwas passiert. Ach, zu hoch. Knapp, schade, aber guter Versuch, ja. Ach. Spring doch mal ein bisschen zu hoch. Das Gefühl, die ersten Checkpoints sind immer ein bisschen leichter als die zweiten. Die erste Hälfte vom Level, meinst du? Ja. Mhm. Ja. Das ist vielleicht motivierend. Motivationsspritze, du kriegst schnell den Checkpoint und dann, ja, dann geht's rund. Wenn sie mich, dann haben sie dich hooked. Okay, vielleicht habe ich auch zu früh gesprochen. Ja, gucken, ob es hier einen Bossfight gibt. Gibt's ja häufig in Geisterhäusern einen Bu, zumindest irgendwelche Varianten von einem Bu. Meinst du, ein Bossfight direkt vorm Schloss? Stimmt, das wäre schon komisch. Das wäre schon hart. Ja, das stimmt, das macht keinen Sinn. Einfach mal daneben springen. Zu früh losgelassen. Und auch hier sieht man immer wieder schön, ich finde das immer gut, wenn es so ist. Ihr seht hier immer wieder die blauen oder gelben Münzen. Das zeigt halt sofort an Normal Jump oder Spin Jump. Blaue Münze ist im Prinzip immer der Indikator dafür, dass man einen Spin Jump machen soll. Und gerade an solchen Stellen, wenn man nicht weiß, was kommt da jetzt eigentlich gleich, ist das gut. Und es hilft sogar, wenn man schon 10-mal gestorben ist. Es hilft trotzdem einfach für den Kopf, dass man sich nicht merken muss, welchen Jump soll ich da jetzt eigentlich machen. Bin da ein Fan von. Aber auch das ist Geschmackssache. Da gibt es auch wieder so viele Leute, die sagen, das ist irgendwie komisch, dass das angezeigt wird. Das muss nicht sein. Also ja, ich finde es gibt große Levelbauer oder Hackbauer, die so Indikatoren nicht so gerne mögen. Okay. Ich finde gerade die blauen Münzen so Spin-Jump, dass du mir sagst, wie es weitergeht. Ja. Ne? Sehr hilfreich. Ich meine, ich bin auch nur Beginner, ne? Insofern. Zu schüchtern. Zack. Kopf in die Pixel Schlappe. Zu hoch. Den Troll mag ich. Finde ich irgendwie sehr cool. Oder nein. Och.
Dieser eine Mann auf dem Fünferblock. Aber er ist einfach nervig. Ich glaube, da kannst du echt viel länger warten. Noch. Ja, da muss ein bisschen. Aber man muss halt genügend Schwung haben. Och, ist aber auch. Okay. Ja, fies. Ich glaube auch da, der erste ist kaum nötig. Aber Progress. Ja, eben. Eben. Ja, der erste ist wahrscheinlich ein bisschen mehr so zu zeigen, was kommt. Ja, ja. Der war nämlich sehr weit links. Geisterhaus sollte heute noch drin sein. Ja, aber Geisterhäuser finde ich irgendwie automatisch immer fies. Da sind einfach so viele fiese Mechaniken auf Eerie Spin oder sonst was. Geisterhäuser sind einfach immer meh. Auch wieder keine Custom-Musik. Nee, ne? Das merkst direkt, die Stimmung ist so ein bisschen, okay. Ja, weil man nicht tanzt. Wie sonst in den Leveln. Man tanzt einfach nicht. Geisterhäuser sind jetzt auch nicht gerade mit der antreibendsten Musik. Nee, genau. Das ist eine Sache, die fehlt tatsächlich. Ich habe auch gerade gedacht, was ist es denn jetzt eigentlich, das mich jetzt hier nicht aus den Latschen haut? Aber wahrscheinlich ist das mit der Musik schon echt ein Punkt. Wichtiger Teil. Dachte ich mal. Aber war nicht in den Erden, das war... Doch, werden. Doch, ne? Auf jeden Fall, Geister. Custom-Musik. Stimmt, auch mit dem Peace Beat in dem Level, wo du angefangen hast, da war auch andere Musik. Naja. Das ist ein bisschen zu früh. Ich glaube, du kannst da wirklich extrem warten. Du brauchst überhaupt keinen Schwung, glaube ich, weil die andere Plattform ja auch runtergeht. Ja. Aber bremsen. Wer bremst, verliert. Ja, wer bremst, verliert. Sehe ich eigentlich genauso, aber ich glaube, das kannst du da echt safe machen. Ja, okay. Das auch ist nicht dann zu lang. Ja, nicht zu lang. Wer bremst, verliert. Abgerutscht. Geht bestimmt auch. Ja, geht okay, auch. Es geht auch. Oh. Der erste Eerie ist, glaube ich, eher böse, als dass er dir hilft. Ja. Weil man sieht ihn dann und will man da drauf springen, aber der hat viel zu. Der ist viel zu weit links. Jetzt auch nicht zu gierig, zu schnell werden. Mhm. Ja. Die spawnen da so ein bisschen. Bisschen früher loslassen. Also der Checkpoint sollte wahrscheinlich danach kommen. Ich denke mal, also ich habe dann noch diese gelben Blöcke gesehen. Ja. Den Stacheln. Aber von da runterspringen sollte eigentlich nicht das Problem sein. Come on. Das ist eine Pixel. Ging es denn ohne Warten schon? Ja, ne? Ja. Okay, es ging schon. Das war falsch. Hat natürlich vielleicht auch was damit zu tun, wie schnell du an der Stelle bist. Ja, genau. Die Plattform sich ja schon vorher bewegen. Wenn ich vorher ein bisschen fieser, schneller bin, dann ist da natürlich wieder der Dann Tag geht's höher. Vielleicht auch, wenn du perfekt da durchgehst, gar nicht ohne Waden. Ja, so würde ich es immer machen. Aha. Wie soll man... Da muss man aber...
Man muss schon zügig sein, ja. Aber da auch nochmal drüber und schnell, das wird auch nicht... Huiuiui. Ich finde den großartig. Er ist so simpel. So super stumpf. Beweg dich, sonst schiebe ich dich in die Stacheln. Ach, das war wieder falsch. Zu viel über den Spinjump nachgedacht. Der Hintergrund ist leider auch ein bisschen hässlich. Ja, ist ein bisschen hässlich. Nebelschwarten ziehen durchs Haus. Da sind wir noch mittlerweile Besseres gewöhnt. Ja. Haben wir schon viel Schöneres gesehen. Zack. Na komm schon. Wenigstens den Checkpoint will ich noch schaffen. Ja, und als wäre es verflucht. Das Geisterhaus scheint wieder das Problem zu sein. Das Geisterhaus ist einfach immer Mist. Ach, der hätte aber. Der hätte aber. Hätte klappen genau. Können, ja. Ignorier den ersten. Versuch das. Ist wahrscheinlich besser. Aber es ist halt auch so schwer. Du stehst dann an der Stelle, dann du kommt der dann, erste. Springen, du springst und dann automatisch irgendwie auf den ersten, aber... Ja, du wolltest schon wieder auf den ersten. Jatta! Oh, Gott sei Dank. Easy. Puh. Das war doch jetzt easy. Easy. Sehr gut. Ach, da geht doch. Ich dachte schon. So, den nehmen wir mit. Dann gehen wir hier runter und dann gehen wir da hin. Und dann springen wir hier rauf und kicken den darüber. Und dann sind wir zu langsam und fallen ins Loch. Ah, du musst links die Eerie spawnen lassen, glaube ich. Ach so, meinst du sowas? Nee, die kommen doch gar nicht. Deswegen der Fall nach links, würde ich sagen. Also nochmal zurück. Glaube ich, erst auf die gelbe Plattform. Schande. So was. Ja, und den musst du mitnehmen. Ey, erst habe ich gedacht, das ist aber einfach hier. Ja, ich dachte gerade, aber auch um ehrlich zu sein, auch irgendwie, hä? Wo ist denn das Problem? Und der Timer ist doch easy. Ja, und das ist jetzt, glaube ich, schon ein Problem. Ja, gut. Gut, die letzten Sekunden dieser Folge. Ich glaube, das wird mir ein bisschen zu tricky heute. Oh, tricky schlecht. Hättest du da durchgekonnt? Durch diesen Solid in der Mitte, weil der verschwindet ja dann auch. Weißt du, was ich meine? Ja, alright. Wenn man da mit dem richtigen Timing geht, das vielleicht. Trick 17. Das geht. Vielleicht muss der auch vor dich. Eins. Letzter Versuch. Letzter Versuch. Sollte auf jeden Fall vor dir sein, der Eerie, am Ende. Das wird jetzt... Ja, vielleicht ist er ein bisschen Kulanz da. Na gut. Fieses Level, glaube ich. Ne? Das ist fieses Level. Mach gut. Mach halt beim nächsten Mal fertig. Beim nächsten Mal machen wir es fertig. Das Geisterhaus muss dran glauben. Ja, Welt die erste Welt schaffen wir dann nächste Die Folge. Muss zumindest auf jeden Fall noch hier... die schaffen wir auf jeden Fall noch. Und dann wechseln wir vielleicht mal zum zweiten Teil oder vielleicht für was anderes. Wenn ihr andere Vorschläge habt, die vielleicht für mein Level... Ich meine, ihr seht ja, was ich kann. Wenn ihr da Vorschläge habt, lasst sie gerne in den Kommentaren und dann schauen wir mal, was wir da so machen. So ist es. Aber das war's für diese Woche und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche. Übrigens, nächste Woche auf einem neuen Sendeplatz. Ab nächster Woche sind wir montags immer für euch da. Insofern ändert das in euren Kalendern und Alarmen. Ist ja noch besser. Montags ist ein toller Start in die Woche. Ein bisschen kalt. Montags ist der beste Tag. Genau. Bis dahin verbleiben Denzel und ich. So ist es. Bis dann. Tschüss.